Hallo, wir sind die Stalkins. Hallo, wir sind heute bei den Stalkins. Kommt herein. Ich hoffe, sie machen uns auf. Alright, kommt herein. Unser Kamerateam weiß nicht, was sie jetzt erwarten wird. Guten Tag. Hallo. Ja, ich bin hier wegen des Interviews. Interview? Was für ein Interview? Was labert der von Interview? Die Stalkins sind eher scheue Wesen. Wir sind das erste Kamerateam, welches die Stalkins in den letzten 2 Jahren begleiten durfte. Hallo? Guten Morgen. Guten Tag. Guten Morgen. Ja, Bei dem morgendlichen Ritual verkünden sie gute Vibrations, wie sie es nennen. Wer sind die Leute hinter den Gesichtern? Rolf Behrens, 52 Jahre alt. Ich verlor mich selbst auf einer Kreuzfahrt nach Andalusien. Das ist alles, was mir übrig blieb. Deswegen trage ich diese Mütze, als wäre sie mein Gesicht. Yes. Super! Super! Da ist wieder Tumult unterwegs im Hause Stalkins. Wir haben auch Erdbeeren, also... Jetzt kommt dann schon der von der Interview und dann ist schon wieder alles... Das könnte doch kein Spaß sein, Alter. Kleinere Ärger werden gerne mal ignoriert oder mit lauten Zankereien ins Nichts gebracht. Ja, ich bin Uli und ich wohne hier mit meinen Freunden, mit dem Rolf, und mache so ein bisschen so Feldstudien quasi. Also ich untersuche so ein bisschen die Texturen von meinen Zimmergenossen und von unserem Erdbeeren, unserem Garten. Und ja, das macht mir so Spaß. Uli, ein selbsternannter Gartenheld, ist stolz auf sich. Die Realität, die kannst du doch auf einem Kreuzfahrtschiff liegen lassen. Du brauchst das nicht. Was du brauchst, ist eine kleine Linsenvergrößerung. Ja, ich wusste es. Ich schon wusste anders. Es. Ja, natürlich. Cool. Ja, ich bin der Kopf des Ganzen. Hier ohne mich würde das hier alles gar nicht funktionieren. Das sehen die anderen wohl anders. Schau dir das doch mal an, was die hier gemacht haben hier. Nimm mir mal einen, der das hinkriegt, ja? Also, so wie das hier ist, so. Also, da musst du erst mal packen. Packen. Weil wir arbeiten schon die ganze Zeit daran. Und es ist noch nicht ganz perfekt, aber es wird das Meisterwerk. Ich muss auf mein Kreuzfahrtschiff. Der Alltag in der WG Stalkins. Ein Ort voll mit Chaos und Ungewissheit. Und da sehen Sie, da schon haben wir es geschafft. Ein Durchbruch. Wir haben's. Damals war es noch anders. Es gab keine Zeit für rechts oder links oder grün oder blau. Es gab nur Katzenfutter. Und die einzigen, die das Katzenfutter... Rolf wurde über seine Kindheit mit Katzenfutter übergefüttert. Katzen.
Also mussten wir die Katzen auf unser Schiff nehmen. Die armen Katzen. Jeder weiß ja, dass Katzen nicht gern schwimmen. Aber sie gleich in Säure zu tunken, wer weiß. Auf jeden Fall. Kriegt man richtig Durchfall von Katzenfutter. Tierliebe wird groß geschrieben im Hause der Storkins. Die junge Dame aus dem Mittelalter erfreut sich unserer Besuche. Gegen 13.05 Uhr sagen sie, jeden Tag treffen sie sich, um Trap-Musik zu hören. Hallo. Kommen Sie, sag mal, vielleicht runter. Ja, ich bin der Udo. Ich bin halt der Kopf des Ganzen. Und ich habe schon vieles gemacht und auch schon vieles gesehen. Udo. Ganz ruhig mit dem. Seit jeher ist es bekannt, ja, dass Rolf ein alteingesessenes Rost hat. Aber Captain auf dem Kreuzfahrtschiff war keiner von euch. Das war nur ich. Das ist wahr. Das war er. Wir haben doch mal diese Kantinenband gehabt. Oh ja, wir hatten die Kantinenband. Das hat Spaß gemacht. Kantinenessen ist lecker. Ich mag die Kantine auf meinem Schiff. Ich weiß, Rolf. Wenn wir genug Geld sammeln mit unseren Videos, können wir Rolf sein Schiff kaufen. Und dann wird alles gut wieder, Rolf. Alles gut. Die Leute helfen uns dann. Bereits seit dem 11. Lebensjahr wünscht sich Rolf seine eigene Traumjacht. Der arme Rolf. Ist alles gut, Rolf. Ja, die sollen mal unser Album kaufen. Rolf ist unser Musiker, nämlich. Der ist, ja, der macht. Der Erlös durch nicht verkaufbare Alben, ja, ist die einzige Hoffnung für Rolf auf sein Traumboot. Ja. Das Rauschen erinnert mich an das Rauschen des Meeres. Ich wünschte, ich könnte mir noch einmal eine Möwe anbraten. Heißen, fettigen, rahmfreien. Rolf Behrens, der ehemalige Nicht-Bootbesitzer, war vegan, unter seinen Arbeitskollegen bekannt als der Möwenfresser. Durchgewässerten, langgezogenen Suppen. Nun folgte Hitsingle aus ihrem neuen Album. Damals war ich noch Schiffskapitän. Blaubeermarmelade. Gelb gestreiftes Hörnchen. Das mag ich zum Frühstück. Grün gestreiftes Hörnchen. Das mag ich zum Frühstück. Blaubeermarmelade. Mit ungefähr über 500 Millionen verkauften Alben allein in Düsseldorf konnten sie die Markt überzeugen und sind nun an der Spitze des Musikerdaseins. Ich mag Bienen und Blumen, die sind so schön. Die liebten Marmelade. Ja, Blaubeermarmelade. Miss Snitzt. Gelegentlich arten kleinere Konflikte in körperliche Auseinandersetzungen aus. Schiffrundfahrt.
haben wir hier unseren Balkon. Da haben wir lauter kleine grüne Naturdinger da rumstehen, weißt du? Ja. Also es ist einfach schön, weil es einfach schön ist. Ey. Guck mal, wie schön die ist. Udo Vogel und Kanye West sollen von 2011 bis 2012 regelmäßig E-Mail-Kontakt gehalten haben. Ich mag Bienen und Blumen. Die sind so schön. Ich schau sie mir gern an, weil sie mir Spaß bringen. Ja, Blumen und Bienen. Ich mag Blumen und Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Gerade stehe ich hier und ich halte diese Tasse mit dieser Zitrone. Aber eigentlich lebe ich hier und ich mache so Sachen, ich mache so Kunst und so. Also ich mache auch Tattoos und so. Ich mache sogar Rap und so, aber das war halt nicht so mein Ding und so. Aber ich glaube, ich werde das trotzdem tun so, weil das schon irgendwie halt irgendwie mein Ding sein wird, werden soll. Irgendwann Dienstagabends, Freitagmorgens.